Nach 31 Tagen in der Gewalt prorussischer Rebellen im Osten der Ukraine sind 4 OSZE-Beobachter wieder frei. Bei ihrer Ankunft in einem Hotel in Donetsk wirken sie erschöpft. 4 weitere OSZE-Beobachter halten die Separatisten noch gefangen. Wir sind tief besorgt über das Schicksal unserer 4 noch vermissten Teammitglieder. Unser Ziel ist ihre bedingungslose und sofortige Freilassung. Die jetzt freigekommenen Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa waren Ende Mai im Osten der Ukraine entführt worden. Nach Angaben der Separatisten kamen sie ohne Gegenleistungen frei, kurz vor dem Ende einer Waffenruhe. Die Kiewer Zentralregierung ringt mit den Rebellen um eine Verlängerung der Feuerpause, die als wichtiger Schritt für eine Befriedung der Region gilt. Doch die Rebellen wollen von Verhandlungen nichts wissen. Die Verhandlungen haben nicht begonnen. Es hat überhaupt noch keine Verhandlungen gegeben, lediglich Konsultationen. Diese beiden Begriffe sind klar zu unterscheiden. Damit das klar ist, Verhandlungen hat es noch keine gegeben. Der Westen bemüht sich intensiv um eine Beilegung des Konflikts, bei dem in den vergangenen Wochen mehr als 400 Menschen getötet wurden. Solange Russland den Abspaltungstendenzen im Osten der Ukraine keinen energischen Einhalt gebietet, sehen die Rebellen offenbar keinen Grund zum Einlenken.